Über 1100 Mitglieder der Südtiroler Volksbank sind am 17. April in den Kursaal von Meran gekommen. Das Top-Management der Bank präsentierte die Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahrs und klärte über die nächsten Schritte Richtung Zukunft auf. Die Mitgliederversammlung ist alle Jahre ein Höhepunkt im Geschäftsjahr. Wir haben Mitglieder und das Top-Management zur geplanten Kapitalerhöhung und zu den Erwartungen vor und nach der Versammlung befragt. Ja, jedes Mal. Ich bin jedes Mal dabei, weil es ist immer interessant, um zu wissen, wie es weitergeht. Man ist bei der Volksbank auch gut aufgekommen, nicht? Wenn man einen guten Service hat. Ja, die Resultate zu hören und wie die Bank gearbeitet hat, das ist wohl interessant im Moment. Ne? Sagen wir mal so, wenn man sich gut informiert, dann weiß man es ja vorher eigentlich schon ein bisschen, nicht? Für mich ist es ein absoluter Höhepunkt, um das ganze Resultat nach einem Jahr wieder ans Tageslicht zu bringen. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, im positiven Sinne. Ich freue mich auch, wenn auch der Aktienkurs gut läuft. Ich habe noch keine Aktien verkauft bis jetzt und ich möchte sie weiterhin behalten. Und ich hoffe, dass sich auch in Zukunft der Kurs sich positiv entwickelt. Wir angefangen haben, wir waren in Brixen, also was die Spar- und Vorschusskasse Brixen mit drei Filialen, Brixen, Störzing, Milbach. Wir haben vielleicht 30, 25, 30 Mitarbeiter. Ne? Heute sind es über 130 Zweigstellen und über 1000 Mitarbeiter. Und natürlich nicht nur in Brixen und im Bezirk Brixen, sondern bis nach Venedig. Ne? Da ist ja schon was geschehen inzwischen. Ne? Ich glaube, ohne Mitglieder keine Volksbank. Das heißt, das alleine sagt schon alles aus. Die Mitglieder sind die Basis dieser Bank, denen gehört ja auch die Bank und dementsprechend von enormer Wichtigkeit. Die Höhepunkte waren zweifelsohne, dass wir die Strategie, die wir uns erarbeitet haben im vergangenen Jahr und im heurigen Jahr mit der Convention, den Mitgliedern nahebringen haben können. Ein weiterer Höhepunkt würde ich sagen, dass wir alles, was im vergangenen Jahr an guten und an weniger guten Ereignissen stattgefunden hat, in verständlicher Form erzählen konnten, sodass ein Mitglied, das heute teilgenommen hat, einfach gut informiert ist.